Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play GTA San Andreas. Im letzten Part haben wir das Firstbook von Mad Dog geklaut und werden jetzt noch eine weitere Mission von OG Log annehmen. Hör was? Zwischen 12 und 5 Uhr? Willst du mich verarschen? Ach Gott. Na gut, dann müssen wir jetzt gerade mal irgendwie 3 Minuten durchbringen. Aber ich glaube, das schaffen wir. Ich wollte eigentlich diese Mission gerade mal annehmen, aber na gut, dann nicht. Wird wahrscheinlich eh nicht so lang, wenn sie das ist, was ich glaube, dann. Ja, ich werde euch nicht spoilern, ne? Guckt das Video und dann wisst ihr schon, was Sache ist. Wir können uns mal ein bisschen umschauen hier. Ein bisschen Ganggewalt miterleben. Das war eigentlich ganz schön hier. Also, Los Santos hat auch ganz hübsche Ecken. Und Kanten natürlich auch. Aber vor allem Ecken. Weil das Spiel ein bisschen älter ist. Darum hat es eher Ecken. Aber halt auch ein paar Kanten. Naja. Wenn ihr euch fragt, was dieses grüne Gebäude hier in der Nähe ist, da können wir einfach mal direkt hin. Ich habe jetzt hier leider nichts vorbereitet, weil ich dachte, wir könnten die Mission einfach mal so annehmen. Wir nehmen uns erstmal ein Auto. So, nehmen wir uns den hier. Oh, scheiße, da kommt Polizei. Vielleicht sieht ihr uns ja nicht. Wenn wir ganz leise sind. Ha, haben wir ein Glück. So. Ah, fuck. Naja, hier ist halt ein kleines Apartment. Das könnte man sich als Speicherpunkt setzen. Dann hätte man schon 2 in Los Santos. Allerdings kostet der 10.000 Dollar. Und das Geld haben wir offensichtlich im Moment nicht. Und ich muss auch sagen, ich würde euch nicht empfehlen, den zu kaufen, weil wir jeden Cent später im Spiel halt noch bitter nötig haben. Wir könnten natürlich so ein paar Nebenmissionen wie Taxifahren und so machen. Oh. Dann, oh, da ist noch ein Motorrad. Naja. Dann würde es wahrscheinlich schneller gehen, sich das kaufen zu können. Dann könnten wir uns wahrscheinlich auch kaufen und so. Aber ich finde, das ist es nicht wirklich wert. Also, man kann es machen. Und er bleibt ja da, also er frisst ja nichts. Ihr habt den halt und wenn ihr nochmal zufällig in der Nähe sind, könnt ihr halt speichern. Es gibt eigentlich nichts Negatives, was man daran haben könnte. Aber es gibt, finde ich, ziemlich bald im Spiel viel wichtigere Dinge, wo man Geld dran ausgeben könnte. Und vor allem ist es auch so, dass wir ja noch in ein paar Missionen, sag ich mal, viel, viel mehr verdienen werden. Also jetzt ist es ja immer noch so, dass man halt für Lau-Sachen macht, muss ich ja sagen. Kann man hier gucken, was hier so rum abgeht, so. Ach so, da ist ein Fernsehstudio. War nicht. Oh, da oben ist ein Sniper. Hey! So, da gehen wir gleich mal hin. Die holen wir uns einfach mal für die nächste Mission. Man kann ja nicht schaden, ne? Kann ja nicht schaden, frisst ja nichts. Oh. So. Naja, also wir werden halt ziemlich bald ziemlich viel mehr Geld machen, als wir jetzt machen. So, das ist halt die Idee dahinter, hinter meiner Überlegung. Und, das hat auch durchaus seinen Sinn. So, wir steigen hier aus und da oben ist eine Sniper Rifle. Hey, die habe ich ja ganz vergessen. Ich wusste, dass hier in der Nähe irgendwas sein sollte. Aber ich wusste nicht, dass es eine Sniper Rifle ist. Aber die kommt ja sehr gelegen. Mensch, so, was haben wir denn da? 10 Schuss sogar. So. Mit rechter Maustaste zielen wir. Wir können dabei immer noch laufen. Mit dem Mausrad zoomen wir ran. Mensch. Hat sich ja gelohnt. So. Ach so, können wir nicht. Oder? Doch, könnten wir. Ah ja, genau. Naja, egal. Wir nehmen unser cooles Auto hier wieder, das wir uns gesnatcht haben. Der Sunrise. Oh, Sunrise ist übrigens auch ein relativ wichtiges Auto. Das kann ich auch einfach mal erzählen. Vertellen, jo. Es geht darum, dass Tuning auch ein Bestandteil dieses Spiels ist. Das ist eine unglaubliche Freiheit und so. Man kann dementsprechend auch seine Autos tunen. Und es gibt halt im Grunde genommen 2 Klassen von tunbaren Autos. Die einen sind eher so die Büffel-Standard-Tune-Autos. Also, die könnt ihr wohl tunen, aber ja, ob ihr sie jetzt tunt oder nicht, das ist jetzt eher so eine Frage von, habe ich jetzt die extra 1000 Dollar einfach oder nicht? Also es ist halt jetzt nicht wirklich geil und es gibt halt Autos wie den Sunrise, da könnt ihr halt richtig, richtig geil tunen. Und die könnt ihr auch halt Farben geben und so als richtige Muster, Streifen, alles mögliche. Das sieht richtig geil aus, muss ich sagen. Hoppla. Und die sind halt relativ selten, also so ein Sunrise ist einer davon. Ich weiß nicht, warum speziell diese sind. Aber, naja, es gibt halt einige, da kann man es, und es gibt einige, da kann man es halt nicht. Naja. So, aber es ist Zeit, wir können jetzt, gleich zurück. Nö, noch nicht. Mensch. Zeit verbrennen, Zeit töten in diesem Spiel ist auch relativ schwierig. Naja, man kann halt ein bisschen rumfahren, ein bisschen Sightseeing Liberty City oder halt eine Sniper Rifle irgendwie auf so einem Filmdach finden. Geht auch. Naja, so, dann gehen wir mal jetzt zur OG Lock. Dann ist alles gut. Ich würde sagen, dann können wir die Mission noch annehmen. Perfekt. Keine Zeit verschwendet. Wir kommen wahrscheinlich genau um 12 da an. Dann beginnt auch OG Logs Schicht.
Ich crashe das Auto vorsichtshalber nochmal. So. Keine Sekunde verschwendet. Action geladen bis zum Schlecht. Bis zum Ende. Managements. Hey, Management Issues. Loaf around here? What? Who? You want friends with that? Loaf. Is he available for communication? Who? Loaf? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Loke? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony. And that's the only time he leaves dog side. Na gut, ein Mordauftrag. Wir müssen also den Produzenten von Mad Dog aus dem Verkehr ziehen, weil er offensichtlich die coolen Rhymes von OG Log noch nicht respektiert. Wir holen uns also diesen Cheater hier. Ja, ich bin voll der Cheater. Und rasen einmal ganz kurz hin. Wir haben natürlich ein Zeitlimit. Wir müssen um 22 Uhr da sein. Gucken wir uns das einfach erstmal an. So. Ja, wir sind fast da. Also es ist alles relativ in der Nähe. So. Genau. Und weil wir den Tipp erhalten haben, dass der Fahrer... Upp. Moment, den erhalten wir jetzt. Na komm. Hello. What's up now, man? One of the Mad Dog chauffeurs just left the burger shop. Cross town. Said he was headed over to the musical. Good luck. Genau. I'll see if I can catch up with him. Genau. Einer der Chauffeure von dem guten Mad Dog Produzenten. Hat gerade den Burger-Shot verlassen. Und, hey, what the fuck so? Are you playing at? Und wir können uns jetzt seine... Ach, ja, komm. Mach dir mal nicht so eine Welle. So, unsere Gangmitglieder helfen uns da ganz kräftig. Alles klar. Und das Auto ist natürlich beschädigt und der Produzent wird sich natürlich nicht in ein beschädigtes Auto setzen. Und deswegen werden wir es jetzt erstmal reparieren. So, dadurch, dass wir das Auto jetzt haben... Können wir gleich den Produzenten hier einsteigen lassen? Ausgeklügelter Plan, nicht wahr? Allerdings müssen wir für diese Mission 100 Dollar bezahlen, weil wir halt das Auto reparieren lassen müssen. So. Neue Lackierung und neuer Motor, 100 Dollar. Jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig rausfahren und das Auto auf keinen Fall beschädigen. Ansonsten müssen wir nochmal 100 Dollar zahlen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man keine Kohle mehr in dieser Mission hat. Ich glaube, dann kann man diese Mission nicht machen. Aber naja, gut. Wir fahren deswegen auch ein bisschen vorsichtiger an Kreuzungen ran und so. Weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, noch mehr Geld auszugeben. Aber man kann ja mit der Fahrerei von den guten Mitmenschen hier nie rechnen. So. Jetzt müssen wir in Fahrtrichtung parken. Genau. Auto in derselben Richtung parken wie die anderen Autos. Machen wir ganz einfach durch einmal zu wenden hier. So. Jetzt müssen wir dazwischen. Schikane, sag ich euch. Schikane. Ja, das bin ich. Da bin ich doch gerade bei. Okay, alles klar. Wir stehen perfekt. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Moment im Konvoi bleiben und dann ist alles cool. Hey, what kept you? Come on, we need to go and pick up the bus. Genau. Hollywood Preisverleihung. Congratulations on your award. You must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama and my dealer. Sieht ein bisschen aus wie Will Smith. Until we get to the award show. Stick close and let's roll.
müssen in der Mitte der Autokolonne bleiben. Ansonsten verlieren wir die Mission, weil die natürlich suspicious werden. Das ist ganz einfach, wenn ihr einfach immer ein bisschen Gas antippt, dann könnt ihr relativ schnell, jo, fahr auch einfach mal über Rot, dann könnt ihr relativ schnell auf deren Shenanigans hier ein bisschen reagieren. Frostig bleiben, Jungs. Ich gebe dir gleich Frosty, Kellogg's Frosty. So. So, alles klar. Das ist ein bisschen finicky, weil man immer nicht weiß, ja, muss ich jetzt Gas geben oder nicht. Und man sieht auch nicht, dass die bremsen. Das ist nicht so schnell jedenfalls. Sie halten halt einfach an. Aber hat ja alles geklappt. Hier, Will Smith ist jetzt wieder da. Steigt natürlich bei uns ein, zum Glück. Hey, man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. So. Mad Dog ist entführt. Wir hätten jetzt noch ein bisschen in der Autokolonne bleiben können. Wären wir ein bisschen weniger aufgefallen, aber das ist eigentlich alles relativ dandy hier. Also es sollte keine größeren Probleme geben. Wir fahren relativ scheiße. So. Haben wir auch gleich abgehängt. Jetzt müssen wir sie einfach nur noch zum Tier bringen und den Bug verschaffen, weil das natürlich stinkende Produzenten sind. Das ist mein ganz freundlich. So. Alles klar, so jetzt sind wir auch schon beim Tier. Ging ja relativ schnell. Und dann müssen wir hier gleich rausspringen am Ende des Piers. So. Wir sind raus. Und der nette Herr im Wasser. Platsch. So, das war's. Die Mission ist erfüllt. Fuck. Ja. Also relativ, wirklich schwer ist das jetzt noch nicht gewesen, ne? Also, es war halt einfach mal kurz, ja, Shenanigans, muss ich sagen. Einfach mal ganz kurz ihn da abholen. Ein bisschen kontrolliert fahren lernen. Und ist auch alles wieder gut. Hat auch ganz gut geklappt. Musste nicht mal einen Schuss abgeben oder so. Hab ein bisschen kugelsichere Weste verloren. Aber meine Güte. Das war's ja wert. So. Jetzt hat OG-Log direkt wieder einen Auftrag für uns. Aber vorher muss ich sagen, möchte ich doch einmal speichern. Wie gesagt, immer wenn ihr speichert, habt ihr auch erst einen Speicherpunkt nach Mission. Ist kein automatisches Speichern. Deswegen fahre ich jetzt zurück zur Grove Street und ihr geht ins Bett oder zur Schule oder was ihr auch gerne machen wollt. Kommt aber vielleicht auch einfach mal auf meine Website. Ne? www.farewell2192.de. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Wir haben eine wunderbare Community aufgeführt, das Minecraft Adventure, Let's Play Your Adventure ist da angesiedelt. Und wir planen einfach auch gerne mal Sachen zusammen. Ne? Hin und wir versuchen mehr oder weniger, yo, danke schön, einen Stream aufzubauen. Das machen wir wirklich, aber es dauert halt alles seine Zeit. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung. Und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play GTA San Andreas. Bis zum nächsten Part und ciao, ciao.